Hey, willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge zu meiner Elternfreund-Familie. Hier aber mit dem Sidekick, mit der Red, die ist ja ausgezogen ins Brick Penthouse. Unsere junge Erwachsene jetzt hier auch schon. Und der Justin, der hat sich letztes Mal hier ein Eis gemacht. Pistazien Eis. Und ihr habt abgestimmt, das soll ein Mädchen werden hier. Ja, fast 90%. Das heißt, der Justin, der muss hier ganz, ganz schnell mal hier Obst und Gemüse kaufen. Wir gehen mal runter hier. Zum Glück hat man da direkt einen Markt, ne? Im Family Starter House. Ganz am Anfang hatten wir einen Erdbeerbusch direkt hier. Ja, der nimmt sein Eis sogar mit. Hatten wir sogar einen Erdbeerbusch direkt am Grundstücksrand. So, wir gehen nach unten mit dem Justin und holen schnell Erdbeeren. Denn die Red, die ist schon im dritten Trimester. Das Baby kommt bald. Das heißt, ich hoffe, wir können das noch beeinflussen mit Erdbeeren, dass das hier ein Mädchen wird. So, Kind, geh mal weg. Wir brauchen hier nämlich Erdbeeren. Hoffe, wir kriegen die. Da kommen wir auch, holen wir gleich mal einen Stapel hier. 10 Stück hier, ja. Das muss hier reichen. Dann können wir der das denn hier ins Inventar schieben hier. Wir schieben das der Red in den Arsch. Vielen Dank für Ihren Einkauf. So, du kannst hier den Joghurt noch essen. Komm mal wieder hier zurück. Also dein Eis natürlich weiter mampfen auf dem Barbie-Tisch hier. Oh, dir geht's gar nicht gut. Was ist denn los? Gelangweilt, lebensmüde, weil du ein Snob bist hier, ja. Für Sims mit erlesenem Geschmack sind einige TV-Sender nichts als schreckliches Gefastel. Ja, nicht nur einige, ich würde mal sagen alle. Bin ich jetzt auch ein Snob? So. So, wir beamen uns wieder hoch. Wir haben ja einen Beamaufzug hier, sehr schön. Leider keine richtigen Aufzüge, naja, geht immerhin schneller. Und das müssen wir jetzt der Red hier unbedingt hier ins Inventar packen, weil sonst ist das hier bald vorbei mit der Möglichkeit, es zu beeinflussen. Na, wir müssen die jetzt wirklich hier der Red hier ins Inventar papsen. Und das Erste, was du machst... Jonas Klee ruft an. Jonas Klee fragt dich, ob ich rüberkommen möchte. Was? Hier, stopp. Hier, was? Jetzt habe ich verpasst hier. Oh, nö. Jetzt ist schon wieder weg. Oh, geht es immer schnell weg hier. Ist das blöd. Jetzt habe ich nicht geklickt hier. Oh, nein. Mann. Kann man das nicht mehr annehmen? Wieso will der Samstagabends hier vorbeikommen? Willst du in die City? Willst du in die City? Die Red hat ja letztes Mal hier in einem Krankenhaus begonnen, aber die kriegt bald das Baby. So, wir müssen jetzt mal hier, du musst gleich, wenn du aufwachst hier, ich hoffe, ich wecke dich damit jetzt nicht auf. Wenn ich dich ins Bett geschickt habe, wachst du nicht auf und werde ich dich, wenn du allein ins Bett bist, dann... Ja, wir machen ganz viele Erdbeeren essen hier, ne? Die muss das alles Was machst du jetzt, Justin? Komm, wir müssen hier noch die Nacht durchbringen. Du hast hier immer noch Hausaufgaben. Wisst ihr, was machst du mit den Hausaufgaben? Du bist doch hier schon längst hier irgendwie, Hallo, wo soll ich dich denn hin tun? Ich bin ja gar kein Schüler mehr. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Die können wir auch nicht in den Mülleimer schmeißen, oder? Kann man die irgendwie verbrennen oder so? Das geht auch nicht, ne? Oh, man. So, du kannst ja mal hier ein bisschen hier sportlich hier dribbeln üben. Weil du musst ja was mit deiner Social-Media-Karriere, die müssen wir ja auch voranbringen. Ja, hast du noch ein bisschen Zeit. Und wir haben auch schon die Arbeit von zu Hause, haben wir auch schon erledigt, ja. Das ist wohl wahr. Oh, schickimicki hier. Justin macht sich nagisch hier, wow. Dribbeln üben, aha. Ja. Aber du kannst doch mal hier direkt hier am Basketballkorb hier ein bisschen üben. Das ist immer auch ein bisschen schwierig, weil wenn hier der Ball runterfliegt, dann hat man Pech hier. Mach mal Würfe ausprobieren, komm. Wir müssen dich mal ein bisschen Sport hier halten. Du sollst ein schöner, knackiger Papi hier bleiben hier. So. Komm. Irgendwas musst du ja können hier. Ja, du bist viel Kohle, ich weiß. Nicht mehr lange, wenn das Kind kommt. Dann richten wir unten, würde ich sagen. Da unten haben wir ja das Butlerzimmer gehabt. Den haben wir wieder gefeuert. Den, ja, du triffst auch nichts, ne? Bisschen reicher Schnösel und kannst nichts. Nee, das klappt nicht. Das kann sogar der kleine Jonas, konnte das sogar besser haben. In der Folge mit dem Fun- und Sportcenter. Ey, das sieht ja aus hier wie, oh nee. Okay, ja cool. Red, komm. Wach mal auf, hier, du hast Hunger. Ja, du kannst ganz viele Erdbeeren mampfen hier. Wir lassen mal ein bisschen schneller laufen, dass du aufwachst hier. Aber ich habe echt Angst wegen der Zeit. Ich glaube, ich wecke die kurz auf und lasse die ein paar Erdbeeren mampfen. Bevor das Baby kommt. Hoffentlich hilft das noch was. Hoffentlich hilft das noch was. Komm, hier alles essen hier, komm. Ess hier, Mampfi, Mampfi. Ja, was hier? Du hast dein Bestreben noch nicht musikalisches Genie. 2 Stunden Musik hören. Du musst hier essen, komm jetzt, bitte. Bitte mach mich nicht schwach hier. Du hast Lust auf Kuchen, auf Erdbeerkuchen. Jetzt komm, ess die Erdbeeren, bitte. Alles hier essen, hier, komm. Wir müssen hier mampfen. Ich weiß nicht, wie viel man essen muss. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, Pop ist Mädchen, ne? Und Alternative ist Jungs. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Wir können ja, wenn wir ja eh Musik hören müssen, dann können wir auch,
Beim DJ-Pult kann man, glaube ich, auch Musik hören, ne? Kann man nicht? Kann man nicht. Zuschauen, tanzen, üben. Kann man nicht. Radioeinstellungen. So. Pop. Da kannst du hier hingehen und jetzt hier Pop hören. Ich glaube, das hilft. Ich glaube, das hilft. Wir müssen jetzt wirklich gucken. Ich weiß, du musst duschen, aber wir gehen jetzt erstmal runter Pop hören. kann die Toilette nicht auch Musik spielen? Das wäre mal praktisch gewesen. Kann die nicht auch verbessern? Kann man da irgendwie Photon-Projekte, Hydrochats, KI-Matrix? Ne, das haben wir alle schon gemacht. Spezialeffekte ist alles ein. KI-Einstellungen, wir machen mal weiblich. Ich finde das irgendwie besser. Unterhalten machen wir nicht. So, was machst du jetzt hier? Gehst schon wieder hoch? Benutzen und Massage erhalten. Okay, ja, jetzt habe ich von dem Klo geredet, ne? Naja, gut. Okay, du darfst auch hochgehen. Ist in Ordnung. Übrigens ist der Sing-Bug weg. Oder hört ihr nur was? Ich habe ein bisschen, muss ich immer sagen dazu, ich habe den Ton natürlich ein bisschen leiser als ihr, wenn ihr das anguckt. Und damit das hier nicht mir ins Mikro reinhallt. schicke Mäge hier. Guck mal das an hier, Wahnsinn. So, hallo Klo. So, wir gucken mal. Massage hier. Oh, das tut gut, ne? Hier, dem Uterus hier. Ja, das Baby da, Lea Klee. Ich habe gehört, dass im Club gerade eine tolle Party steigt. Meine Fresse, wir sind doch schwanger. Heim des Narwals, den habe ich nicht gebaut, das machen wir nicht. Nee, Mami, ich bin schwanger, du warst doch gestern da in der letzten Folge. Oder vorgestern, oder wann war das denn? Du warst auf jeden Fall da. So, wir müssen jetzt hier noch, ich würde nochmal sagen, nochmal Erdbeeren hier. Ein bisschen essen, komm. Ich weiß, du willst schlafen, aber wir müssen jetzt so ein bisschen gucken noch hier. Ne? Dann hast du auch gleich auch Hunger und dann kannst du schlafen. Dann ist alles gut und dann wachst du auf und dann kommt das Baby und alles sind glücklich. Njam, njam, Erdbeeren, ne, für Mädchen. Ihr habt abgestimmt. Ihr habt übrigens auch abgestimmt, dass Jonas soll weder ein Vampir noch ein Alien werden. Ich habe euch gefragt, ob Jonas eine Kreatur werden soll. Triple C immer noch. Ja, sportlich, sportlich. Und das Windspiel. Oh, das ist auch was für die Seele hier. Das ist aus Gartenspaß, Accessoires hier. Und du, Issy, viele Zuschauer wollen, dass wir dich rausschmeißen. Tja, hast du wohl verschissen hier, ne? Hast du wohl verschissen. Ich mag die irgendwie. Die kann doch da ruhig noch Hausgast hier irgendwie sein. Die kann sich da ein bisschen ums Baby kümmern, wenn die zwei hier durchbrennen. Würde ich fast schon sagen. Ah, dir geht's gar nicht gut. Du musst auf Klo, ne? Wir sollten uns auch mal überlegen, ob wir hier irgendwo noch ein Klo unterkriegen hier unten, weil es ist echt nervig, dass wir jedes Mal hoch müssen. Das ist doch wahr, oder? Das ist doch wirklich wahr. Das ist wirklich eine Fehlplatzierung hier. Ich hätte ja da unten noch mal ein Bad eingerichtet, aber wenn wir jetzt ein Kind kriegen, dann ist das sinnvoller, wenn wir da ein Kind kriegen. Aber ich würde jetzt mal, vielleicht können wir das heute auch mal machen. Kann ich denn hier draußen noch bauen? Weil dann könnten wir hier, dann machen wir das anders, dann machen wir hier noch ein Klo rein einfach. Oben gucken wir, dass wir das schön machen. Dass das nicht hier so unser ganzes Hauskonstrukt hier verreißt. Das Rohr möchte ich eigentlich gern behalten. Das finde ich irgendwie witzig, wie man das hier so hin. Dann machen wir die Balkontür rüber, müssen wir erstmal. Ey, zahlt eure Rechnungen nicht hier, oder was ist los? Ah, da hast du die Hausaufgaben hingelegt, Red. Beim Mülleimer da. Ja, ja, zur Entsorgung hier. Das ist wirklich wahr. Hier ist der Mülleimer, hier der Müllschlucker. Im Apartment hier, ja, ja. Machen wir da hin, das ist witzig. Und dann kommt hier die Tür hier nach draußen zum Balkon. Und jetzt gucken wir mal oben, wie das aussieht. Nicht, dass wir wie... Ah, das passt ja perfekt. Ja, also denn. Haben wir das hier noch so schön. Und dann haben wir da schon mal ein Klo hier gemacht. So leicht kann es gehen hier an Sims hier. Ah, ja. Brauchen wir hier noch eine Tür. Wäre am besten natürlich, weil hier ist man echt wirklich im Flur. Da kommen sogar die Nachbarn irgendwie. Die kommen da hoch. Weil wir haben ja hier keinen richtigen Flur. Dann würde ich hier mal sagen, wir nehmen hier einfach so eine Tür, die ein bisschen unauffällig ist, oder? Mal hier mal an den Rand hin oder da. Das ist ein bisschen blöd wieder mit der... Ach, ja, ist okay. Ist okay. Machen wir das so. Die ist unauffällig. Und da kommen natürlich auch ein bisschen Lämpchen rein hier. Beleuchtung. Wir machen kurz ein kleines Klo hier heute. Ja, das ist in Ordnung. Wir machen hier so ein... Boah, das sieht ja schlimm aus hier, das Klo. Komm, wir nehmen dann, wenn, dann die von innen die Tapete, oder? Ah ne, wir machen die so innen und das ist dann die Außentapete.
Und wir müssen dann aber noch gucken, dass wir hier irgendwie, oder machen wir schöne Fliesen. Wir können ja hier alles verwenden, alle Packs hier, no limits. Da können wir eine schöne Wellness-Tag-Tapete nehmen, so eine, oder? Oder ist das zu schickimicki? Wir lassen das, glaube ich, mal so, wir machen das so. Machen das so und machen dann den Boden noch irgendwie so schwarz oder so, ne? Dann haben wir diese Wand hier links, haben wir dann noch Brick Penthouse Style hier. Wir brauchen echt nur ein Klo. Wir brauchen nix hier. Wir machen da ein ganz normales Klo auch rein, nicht wieder das Sprechende. Ist mir ein bisschen unheimlich, muss ich schon sagen. So, und genau, das ist Fitness, das neue Waschbecken. Das ist voll schickimicki hier. Oh, wow. Eigentlich können wir auch noch eine Dusche reinpapsen dann, ne? Eigentlich, ja, das würde eigentlich sogar passen hier noch. Können wir ja mal machen, ne? Dann haben wir ein bisschen mehr Freiheiten hier, ja. Gibt's das Waschbecken nicht auch in diesem Gold-Style hier? Gibt's nicht Gold? Wieso dicht? Wieso? Die machen wir schwarz-weiß. Ach, okay. So, und jetzt hier kommen dann mal wieder Doppelwaschbecken hier rein. Upsala. Oder bei so einem kleinen Klo ist das eigentlich Blödsinn. Die machen wir nicht, machen wir es so. Und, oh ja, ein goldener Spiegel dann aber dafür. Ja, yes. Yes, we can. Wir nehmen den. Gelb-Gold. Und noch hier eine schöne warme Beleuchtung, natürlich. Damit das hier richtig glänzt hier alles. Hier glänzt hier. Oh ja. Und an die Wand, da muss irgendwie was... Machen wir Pflanzen... Wandpflanzen. Pflanzenwand. Wir machen hier diese schönen... Wo sind die denn? Was sind die da? Die möchte ich haben. Und die gibt es nämlich auch in so einem schönen Beige-Ton dann. Ne? Das machen wir das so, ja. Dann haben wir das Weiß nochmal aufgegriffen von der Wand. Hier ist ein bisschen was dran. Und dann gibt es hier noch Handtücher. Und dann ist es auch hier completed. Daniel baut im Let's Play hier. Das haben wir auch noch nie gehabt. So, nee, nehmen wir so ein weißes da, ne? Das ist schöner. Schönes, schlichtes, weißes Handtuch hier. Mhm. Zwei Stück, oder? Yes. Klopapier brauchen wir auch noch. Hier, da gibt es auch wieder die goldene hier. Die goldene Klorolle hier, ja, ja. Machen wir dich ein bisschen weiter rüber, so. Genau. Und da gibt es auch noch so ein bisschen was für die Wand hier. Ist das auch nicht ein schöner Goldring hier irgendwie? Leider nicht, aber dann nehmen wir einfach das. Das ist ein bisschen beige. Das ist okay. Ja, ja. Da noch ein Pflänzchen rein. Zum glücklich sein. Oh, das ist aber eine fette Palme hier. Babypunkt, Buff Objects. So machen wir das. Dann kommt das Handtuch da wieder weg. Ja, das ist doch was. Das ist doch okay so, oder? Einfach, dass wir da unten auch ein Klo haben. Das ist okay. Alright, Upgrade completed. Nächstes Mal dann, wenn das Baby da ist, kommt hier das hier, das Kinderzimmer hier unten rein. Verwenden, komm. Du bist auf Klo. Du triffst eh nicht. Bring nix hier. On top of the world, hier oben. Bam. Ah, oh, du triffst ja, aber du wirfst irgendwie falsch. Man soll nicht von unten werfen. Nee, das ist blöd. Nico. Das ist blöd. Ich wollte das auch immer, aber man trifft wirklich besser, wenn man, ne, schön von oben so die Hand vors Gesicht, schön den Ball führen. So, komm hier auf zu spielen, muss Pipi machen, sonst pieselst du uns hier noch auf dem Balkon. Hör auf. Stopp. Ich habe dich jetzt um deinen Fortschrittsbalken hier gebracht, aber trotzdem, ja, schrei nicht rum, spring. Spring. Mach einfach mal schneller, dass die Red auch aufwacht hier. So. Bist du jetzt im Klo? Ja. Sehr gut. Alles gut hier. Yes. Und es funktioniert auch perfekt. Wir gucken gleich nochmal, ob du hier eine Dusche nehmen kannst. Kokett. Mhm, das ist gut, Kokett. Klappt alles. Kommst überall rein hier. Nagedai hier. Wir gucken dir zu beim Duschen. Aber nicht anfangen zu singen. Dann haben wir wieder diesen Hallbug. Hier halt so toll. Wir hatten 2-3 Folgen lang hier oben immer dein Geschrei hier am Hören. Sparen wir auch Strom, wenn du hier im Klo bist, weil dann der ganze Raum hier nicht beleuchtet werden muss, ne? Red, was machst du? Schläfst du noch? Komm, wir müssen mal ein bisschen schneller hier, ich weiß. Und die Leute wollen sehen, was du machst. Wir müssen noch so viel mit dir machen.
Wir haben noch so viel vor, ihr habt so viele Sachen abgestimmt. Weil wir müssen auch noch, ich lese das mal vor, während die hier pennen. Techtelmechtel an 5 Orten mit Lea und Marvin. Wir haben erst 4 geschafft, wir brauchen noch einen 5. Ort. Wir müssen einen Ausflug machen zu Spa-Oase im Riss. Guten Morgen, was die Wehen haben eingesetzt. Oh nein. Oh nein, Baby im Krankenhaus bekommen. Komm, wir gehen ins Krankenhaus. Ja, oh nein, das Baby kommt, Leute. Mit. Lea, komm mit. Hä? Wieso ist die... Wieso, kann ich die jetzt nur die auswählen oder was? Oder wer bekommt jetzt Lea? Das Baby Lea ist gar nicht schwanger, oder? Hab ich was verpasst? Oh Gott. Was habe ich jetzt angeklickt? Ich war hier ganz hier eifrig und... Ja, jetzt gehen wir in unser Krankenhaus. Da arbeitet ja auch die Red auch als Ärztin. Und da bekommen wir natürlich auch unser Baby. Ich hoffe, das klappt in diesem Krankenhaus. Habe ich echt noch nie getestet. Muss ich wirklich zugeben. Im Lama-Krankenhaus hier bei Nacht und die Mami kommt mit. Baby. Schnell, Baby, komm. Baby, komm. Jetzt musst du hier, wir müssen ja ganz hoch. Ist aber schlecht. Wir müssen hier hoch, hier in den OP. Ah, du bist auch Ärztin. Und dann ist es aber, und dann kannst du trotzdem hier das Baby bekommen. Was machst du denn jetzt? Chips essen. Willst du mich verarschen? Wenn wir im gleichen Krankenhaus arbeiten und trotzdem ins Krankenhaus gehen, um das Baby zu bekommen. Baby im Krankenhaus bekommen. Dann geht es nicht, oder was? Ja. Mitmachen. Baby im Krankenhaus bekommen. Ja, du selbst natürlich. Mit deinem Papi. Wo ist denn der? Da, Justin. Wie lädst du das nochmal, oder was? Ich vercheck's nicht. Ich glaube, wir sind jetzt hier gefangen im Krankenhaus, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Du musst doch das Baby jetzt kriegen, oder? Du bist voll schmutzig jetzt. Oh, Mami, was machst du denn? Die Lea wird bald Oma. Hoffentlich klappt das. Machst du jetzt hier Joghurt essen. Also, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die haben alle Feierabend. Kann das sein? Hier, da ist gar niemand. Doch, die ist da. Hier. Oh, nee, er. Das ist unser... Yondu von Guardians of the Galaxy Sims, die wir mal erstellt haben. Hallo, ich bin hier, um ein Baby zu bekommen. Bitte ein Baby zu fühlen, am Empfang anmelden. Ja, wir melden uns mal an hier am Empfang. Oh, ich krieg gleich ein Baby. Sollen wir sich hier anmelden oder was? Normalerweise laufen die doch direkt hier. Ah, jetzt hier. Jetzt bist du hier am schwanger. Sehr gut. So. Hallo, ich bin hier und ich habe Baby. Ah ja, okay, ich guck mal rein hier. Ja, sie sind gar nicht angemeldet. Also gehen Sie bitte irgendwo hin. Ja. Ist okay. Was machst du jetzt? Da ist die Babystation, aber da ist ja kein... Da ist ja keine Babymaschine. Ja, aber kann man da auch das Baby... Nee, kann man gar nicht, ne? Ah, gehst du jetzt hoch? Ist da schon ein Arzt? Können wir einfach durchlatschen hier? Okay, gut. Daniel checkt's mal wieder nicht. Kommt da noch ein Arzt oder müssen wir das jetzt selber kriegen, das Baby? Ich hab Angst. Leute, oi. Ah, das macht die Maschine von alleine. Oh, wir sind hier wieder top fortschrittlich hier. Oh, oh, wie du guckst, Red. Oh, oh. Und? Kein Baby? Ja. Ah, ja, wo? Nee, du bist auch Ärztin und gleichzeitig auch im Krankenhaus, dann geht es gar nicht, oder was? Oh, wow, Jamalaga. Das geht irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Wir müssen den Arzt finden. Was machst du jetzt? Nimm mal ein Glas Wasser. Und du bist wieder ganz hier voll? Was ist denn jetzt los mit dir? Ist aber nicht so gut. Oh, nee. Die haben alle Feierabend, wir können hier nichts machen. Ja, ist gar niemand da. Was machen wir denn jetzt? Ist aber schlecht. Ich glaube, es steht in Konflikt, weil wir hier arbeiten. Kann das sein? Oder es liegt an meinem Krankenhaus. Kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Daniel checkt mal wieder nicht hier im Let's Play. Also wir haben jetzt wirklich Baby-Probleme. Und das sind die Ärzte hier. Oh, was ist hier für Musik? Ah, jetzt hier. Oh, wir haben es fast verpasst. Da ist er ja endlich. Oh. Und die Maschine ist, glaube ich, kaputt. Kann es sein? Oder was war das? Oh. Ein bisschen Öl ran und ein bisschen hier, ne? Das ist hier schön flutscht. Oh nein, das ist das Herz. Das ist das Falsche. Wieder zurück. Ja, bitte. Oh Gott. Ich glaube, wir haben einen komischen Arzt hier.
Oh nee. Ich hab Angst. Es ist ein Mädchen. Wir haben es geschafft. Oh, wie cool ist das denn? Red hat soeben ein Mädchen gemacht. Yay, zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Und ich habe mir was Witziges überlegt. Wir nennen, weil die Red heißt ja Red, na, wir nennen die Kleine Lila. Wir nennen die einfach Lila, weil ich fand das irgendwie so cool, weil es gibt ja auch so ein Futurama, das gibt es ja auch, glaube ich, oder? Heißt die nicht auch Lila? Egal. Auf jeden Fall heißt die Lila und die Red hat die kleine Lila zur Welt gebracht. Sehr schön. Wir haben eine kleine Lila. Yay. Ich wüsste nicht, was ich jetzt gemacht hätte, wenn es ein Junge geworden wäre. Wenn ich keinen Namen gehabt. Das muss ich zugeben. Habe ich mir nicht irgendwie aufgeschrieben oder anders. Nicht wie ein Blue genannt oder so Jimmy Blue oder keine Ahnung. Oh man. Ja, jetzt ist ja Justin gar nicht da. Oh man, ist das cool hier. Liebkosen hier, komm mal her. Wir sind ein bisschen knuddeln, die Kleine hier. Oh, wir haben eine Lila bekommen. Babys sehen irgendwie alle gleich aus, ne? Oh, Baby bekam mir. Schön. Oh, das sträubt sich ein bisschen. Und ihr habt abgestimmt. Das muss ich auch mal sagen. Wir sollen das Baby ganz locker erziehen. Ich habe euch abstimmen lassen, ob wir das Baby, ne, sehr locker erziehen sollen, normal ausgeglichen oder eben ja, sehr streng. Und ihr habt gesagt, sehr locker. Die allermeisten, also ganz, ganz viele, das war sehr eindeutig, haben gesagt, sehr locker erziehen, weil die Red, das kam oft in den Kommentaren zum Ausdruck von euch, weil die Red ja sehr streng erzogen worden ist von der Mami. Die war auch sehr so ein bisschen wild, ne, sag ich mal. Wir haben die negativen Merkmale bei Red hier so ein bisschen in den Vordergrund gebracht. Und sie ist ja auch hier, hat ja das Bonusmerkmal sogar bekommen beim Heranwachsen. Unverantwortlich aus Elternfreuden, ne, wegen negativer Verantwortung. Oh, du bist wieder schön hier, schön schlank hier. Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Ich sag jetzt nicht, das steht irgendwo wieder im Flur. Das war mal ein Bug eine Zeit lang. Wo ist das Baby? Die stellen es immer an die blödesten Stellen, man findet es nicht mehr. Wo ist da? Ah, da neben dem Bett ist das Baby. Sehr schön hier. So, wir nehmen das gleich mal und papsen das unten ins, hier ins Butlerzimmer. Das noch völlig uneingerichtet ist hier. Ui, da machen wir ein schönes Babyzimmer für die Lila. Und ich möchte auch lila Haare geben, dann wenn das ein Kind wird hier. So, so schön. Und ihr könnt natürlich weiterhin kommentieren, wie wir das machen sollen mit dem Baby. Was wir dem Baby beibringen sollen, wie wir das so behandeln sollen, wie wir das alles machen. Justin, guck mal, du hast ein Baby bekommen. Ja, du bist jetzt hier verantwortlich hier dafür. Du spielst immer noch hier. Reden. Flasche füttern. Windeln wechseln. Komm, du kannst dir gleich mal hier Hand anlegen. Oh, die Red. Die Schicht im Krankenhaus von Red beginnt jetzt. Oh, das ist ja gemein. Ich dachte, wir hätten Elternzeit oder sowas. Das ist ja blöd. Gar nichts. Weder mitmachen noch allein losschicken. Oh nee. Na gut. Ich würde sagen, wir machen heute mal. Was machen wir denn? Wir machen. Eigentlich habe ich Bock, schon mitzumachen. Aber wir machen heute mal allein losschicken. Ja. Muss nicht ran zum Baby? Wieso nicht? Doch, das geht. Red ist zur Arbeit. Na toll. Gerade mal ein Baby bekommen und schon wieder arbeiten, ne? Wir können hier mal dann sagen, wenigstens, dann soll mal die Red hier ein bisschen Arbeit früher verlassen, aber noch nicht jetzt. Oder mit Kollegen Kontakte knüpfen. Genau, da müssen wir ein bisschen Leute kennenlernen. Und der Justin ist ja zu Hause, der da noch frei, ne? Da kann er sich ein bisschen um das Baby kümmern. Da, ein bisschen hier kommen, ein bisschen füttern, Windeln wechseln, reden, liebkosen, hüpfen. So. Und nächstes Mal bauen wir dann das schöne Kinderzimmer für die Lila. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit dem Elternfreuden-Let's Play. Und neue Elternfreuden warten auf uns. Und ich sehe gerade, wir haben den Balkon hier verrissen. Da müssen wir nochmal die Textur hier machen. Eieiei. Okay, bis denn. Macht's gut. Dankeschön euch. Ciao.